Hallo und herzlich willkommen auf hebammenweisheit.de. Ich zeige euch jetzt, wie ihr Kohlwickel machen könnt. Kohlwickel sind eine Alternative zu Quarkwickeln und wunderbar anzuwenden beim Milcheinschuss und auch wenn ihr einen Milchstau oder eine Brustentzündung habt. Sie sind sehr praktisch, weil sie nicht so schmieren wie die Quarkwickel, kühlen schön, wirken heilend und sind aber natürlich nicht zu jeder Jahreszeit verfügbar. Aber wenn ihr einen Weißkohl kriegt, steckt den ruhig in den Kühlschrank hinten rein. Vielleicht könnt ihr ihn brauchen in den ersten ein, zwei Wochen nach der Geburt. Also, ein Weißkohl. Ich schneide gerne hier unten die Basis einfach weg. Dann komme ich besser an die Blätter dran. Die Blätter zu lösen ist manchmal nicht ganz so einfach, weil die dann schon auseinandergehen. Ich hätte die gern so ein bisschen, ein kleines bisschen im Stück. Da ist ein schönes. Nächstes hier. Ups. So. Und noch eins. Genau. Ihr seht an dem Blatt hier diese Blattadern und die werden wir gleich so ein bisschen plattwalzen, damit die Flüssigkeit dort austreten kann und das ist das, was so kühlend und heilend wirkt. Wir müssen aber erstmal die Rippe in der Mitte rausschneiden. Einfach raus und weg damit. Und dann nehmt ihr eine Flasche oder ein Wellholz, wenn ihr eins habt, und fahrt hier kräftig drüber. Da seht ihr, dass diese Äderchen ein bisschen geplatzt sind und die Feuchtigkeit austritt. So, das kommt auf den Teller. Hier machen wir die Mitte noch raus. Da auch gleich. Man kann das gut abends vorbereiten für die Nacht. Dann müsst ihr nicht andauernd aufstehen. Macht euch vielleicht eine Frischhaltefolie drüber, wenn ihr es an den Nachttisch nehmt. Manche Frauen finden es angenehm, den Kohl kühlschrankkalt anzuwenden. Für manche ist es zu kalt. Schaut einfach, was euch gut tut. Egal, ob zimmerwarm oder kühlschrankkalt, die Kohlwickel werden euch gut tun. Und ihr bedeckt damit einfach den Brustkörper, die Brustwarzen ruhig aussparen, dann legt ihr noch ein Tuch drumherum oder einfach euer Stillbustier oder ein enges Shirt drüber ziehen, sodass es gut hält und dann könnt ihr nach dem Stillen einfach den Kohlwickel machen und dann damit auch einschlafen. Wenn ihr aufwacht, wird der warm sein und so ein bisschen lapperig und dann tut ihn einfach in Kompost. Also, ganz einfach, Kohlwickel. Bis zum nächsten Video. Alles Gute euch. Tschüss.